Einen wunderschönen Servus, Havidere, grüß dich, ich bin der Stefan Haas, ich bin Dreihaubenkoch, ich komme aus dem wirklich extrem wunderschönen Ausseerland, bei Nacht, wie du siehst. Und zwar bin ich gerade in meiner Dreihaubenkoch-Arbeit, dem Mondi, verlasse das gerade, mir ist ein super tolles Ding passiert, und zwar habe ich von einer Kollegin ein Kürbis geschenkt gekriegt, und den werde ich jetzt, wenn ich heimkomme, noch verarbeiten. Was ich draus mache, schau das an, bleib dabei, wir sehen uns gleich auch einmal in der Küche. Uns jetzt im Spätherbst, das ist jetzt so die Übergangszeit, auf die kalte Jahreszeit über. Jetzt sind, wenn denn, die Gärten bei den meisten noch voll. Ja, es befinden sich tolle Sachen noch in den Hochbetten und Glaseisern und was weiß ich was. Für mich ist das die beste Zeit, eben zum Einmachen, Eirechsen und eben Dinge über den Winter haltbar zu machen. Die einfachste Art und Weise, wie man das machen kann, ist, dass du das einfach in ein saures Pickelwasser quasi einlegst, und das möchte ich dir jetzt nicht vorenthalten. Das schauen wir uns jetzt aber noch an. Kürbis sauer eingelegt. Ganz einfach. Zu Hause angekommen in der Küche geht es jetzt los. Und zwar werde ich diesen Kürbis, den ich da gekriegt habe, schau her, ist nämlich gar nicht wenig, jetzt in Stückchen schneiden und dann sauer einlegen. Reden wir mal jetzt erst über sauer einlegen. Warum? Ich bin mir 100% sicher, wenn du das nachkochst, wirst du begeistert sein. Ich gebe dir ein Basisrezept mit. Das kannst du beliebig abwandeln. Ich mache das jetzt heute gleich, damit ich dir zeige, wie ich das abwandle. Und zwar ist dieses Basisrezept immer 1/3 Wasser, 1/3 Zucker, 1/3 Essig. Punkt. Mehr ist nicht. Du brauchst das weder aufkochen, noch irgendwie, weiß nicht, 14 Tage stehen lassen oder was weiß ich, was da für Spontanen gibt. 1/3 Wasser, 1/3 Zucker, 1/3 Essig. Das schützt zusammen und dann wartest, bis sich der Zucker aufgelöst hat. Das machen wir jetzt über Nacht. Also ich lasse das da jetzt stehen, morgen schüttle das Glas noch mal ein bisschen durch und dann stöße es kalt und das war's, okay? Zu den Zutaten, essigtechnisch statt euch bitte nicht zu viel an. Ich nehme am liebsten den Hesperidenessig her, das ist ganz einfacher, richtig sauer, ne? 7,5% steht sogar drauf, Essig. Ich würde auf keinen Fall irgendeinen teuren gezuckerten Balsamico-Essig dafür kaufen. Wenn, dann eher was Pures, was ganz was Ordinäres, sage ich jetzt einmal. Ein Apfelessig, einen ganz rustikalen, ein Weihessig, Rotweihessig. Von mir aus ein Balsamico-Essig, hell-dunkel, wie es wollt. Auf jeden Fall gibt es nicht zu viel Geld dafür aus. Die Qualität soll super sein oder gut sein, aber braucht jetzt nicht irgendwie ein 30 Euro Essig, okay? Sein. Deswegen greife ich da ganz gern auf den Hesperidenessig zurück. Zucker, ganz normal Zucker. Ich habe dort sogar einen Staubzucker. Spielt keine Rolle, wenn man aufgelöst ist. Ist auch süß, genau. Und Wasser ist Wasser. So, das heißt, das Erste, was du jetzt schon mal machen kannst in deiner Variation, ist, dass du den Zucker zum Beispiel gegen Malzsirup, Reisessig, Honig tauschst. Das heißt, im Rezept hast du dann nicht mehr Drittel Wasser, Drittel Zucker, Drittel Essig, sondern zum Beispiel Drittel Wasser, Drittel Honig, Drittel Essig. Dann geht das Ganze schon wieder in eine andere Richtung. Aber bleib beim Drittel, okay? Welche Möglichkeiten zum Süßen das gibt, da werden dir sicher ein paar einfallen. Ich habe schon ein paar aufgesagt. Ich habe gesagt, Dinkelsirup, Reissirup, Honig, Malzsirup. Du lässt dich schon einiges davon machen. Und ich gebe dem Ganzen jetzt dreierlei Twists. Und zwar mache ich es einmal klassisch, gewürzmäßig, sage ich jetzt einmal. Ich mache es einmal klassisch, mache es mit Wacholder, mit Lorbeer und mit Pfefferkerneln. Die zweite Geschichte mache ich ein bisschen spicy. Und zwar habe ich da von einem Kollegen Currypulver oder Currypaste gekriegt. Und zwar ist das eine original thailändische Currypaste, rote Currypaste. Die ist richtig scharf, die riecht schon da, boah, ich liebe es, also da geht's ab. Nimm rote Currypaste, ein bisschen Paprikapulver, Sternanis und Senf, das ist meine zweite Einlegevariation. Und die dritte, und jetzt halte ich fest, das ist was, was mit Bier zum Tor hat, Hopfen. Und zwar wird das dann ein IPA-Kürbis. Da muss ich jetzt ein bisschen ausholen, IPA, warum IPA? Du kennst vielleicht das IPA-Bier. Nichts anderes als wie ein stark hopfengestopftes, etwas stärker gemalztes oder stärker eingebrautes Bier. Das nennt man IPA-Bier. Und diesen Hopfen, oder zumindest einen dieser Aromahopfen, der da immer wieder ins Spiel gebracht wird, den habe ich daheim. Das ist ein Cascade in meinem Fall, der ist schön kräutrig, Almdudler-lastig, fast ein wenig zitrusartig. Den nehme ich da jetzt her und den tue ich einfach so in das
Zucker, Wasser, Essig, Wasser, Gemisch dazu. Das wird die umhauen, der löst sie auf, gibt seine ätherischen Öle in die Flüssigkeit ab und das schmeckt bombastisch, okay? Aber jetzt würde ich sagen, fangen wir mal an mit Kürbis. Schneiden kannst du, sag jetzt einmal, wie es willst. Ich rate dann, feiner zu schneiden. Wenn du mit dem Messer nicht so unbedingt gut drauf bist und du denkst, ah, das ist mir zu schwer, ich los, dann nimm entweder eine Mandoline her oder reiben von mir aus mit der Vierkant reiben, aber geht auch. Aber los auf keinen Fall das Rezept aus. Den schneidet man in so Stückchen vor und das würfel ich mir dann einfach zusammen. Genau, ich mache das jetzt gar nicht zu fein. Du kannst das natürlich auch in feine Würfel schneiden, das geht auch, musst aber nicht. Ich sage mal zum Jausen, oder wenn du das in ein Sandwich oder was rein tust, die Kürbisstückchen dann, dann ist, finde ich, ein bisschen gescheiter, wenn sie sogar ein wenig einen Biss haben und ein wenig gröber sind. Deswegen habe ich vorher gemalt mit grob, nicht unbedingt jetzt, dass nicht auch so ausschauen dürfen, das passt schon, weißt. Ich habe einfach nur gemalt, dass du das nicht da ganze Stückchen reinschmeißt. So Strünke und so, weißt du, was ich meine? So, mir reicht das. Da hätte ich jetzt nur was, aber das werde ich meinen kleinen Matteo zum Brei weiterverarbeiten. Das schneide ich da jetzt nicht mehr dazu. Für uns beide, für die Juliane und mich, ist das mehr wie genug. Also. So, du schaust, dass du Glasl daheim hast, das ist völlig wurscht. Klar oder groß, also ich präferiere lieber große Glasl. Ich esse das gern, deswegen bin ich froh, wenn ich da nicht 100 Glasl nachfüllen muss, sondern eins habe, wo das alles drinnen ist. Große Glasl hernehmen und da tue ich das jetzt nach und nach rein. Schau, dass du die Glaseln schön voll machst. Also wirklich bis dort hin, bis da am Rand auf, schau, da so. Dass du das schön reindruckst, dass du einen Einlag drin hast. Damit es richtig schön dicht ist. Genau, das zieht sich nämlich dann ein bisschen zusammen, beziehungsweise der Kürbis lässt ein wenig Wasser. Und zum Schluss hast du viel Hohlräume. Und wir wollen ja keine Hohlräume. Jetzt tue ich die Gewürze dazu. Und zwar habe ich da verschiedene Gräser. Jetzt vier verschiedene Glasen. Ich kann jetzt sagen, ich mache eins ohne Gewürze, komplett neutral. Das geht nämlich auch, funktioniert super. Werde ich jetzt machen. Und das größte Glasel, ja, das mache ich scharf, weil ich esse so gern scharf. Gell? Schau her. Und zwar fange ich gleich von mir aus dem Scharfen an. Ich tue dann jetzt einfach einen schönen Löffel Currypasten dazu. Dann so einen schönen Teelöffel, zwei Teelöffel Selbstkörner, ein bisschen Sternanis und das hat einen rein farblichen Effekt und natürlich auch leicht geschmacklichen. Ja. Ein Teelöffel Paprikapulver. Das ist einmal Nummer 1. Dann mache ich Nummer 2, ein bisschen Pfeffer, ein Lorbeer. Natürlich Wacholder und Lorbeerblätter und in das letzte durch den besagten Cascade-Hopfen rein. Schaut so aus, und das, schau her, du brauchst aber gar nicht viel, siehst du das? Das ist einfach so geil, wenn du da riechst, der Geruch ist ein Wahnsinn und dieses ätherische Öl, ja, das was da drinnen ist in dem gepressten Hopfenpellets, wo sie den Geschmack oder das Aroma abgibt, das weicht dann oder geht dann über in die Flüssigkeit. Das ist der Oberwahnsinn. Also der IPA-Kürbis wird da voll bracker. Ich denke mal, Gewürze fallen dir jetzt ein paar ein, wenn du darüber nachdenkst. Nimm her, was da schmeckt, was da taugt, ja, und kombiniere das jetzt zu deinem Rezept dazu. Also Drittel Wasser, Drittel Essig, Drittel Zucker und dann spül dich mit den Gewürzen. Tu rein, was dir Spaß macht. So, und jetzt passiert im Grunde nichts Aufregendes mehr. Ich gehe jetzt einfach her und tue das besagte Verhältnis drauf. Bisschen Salz.
Gut, im Grunde war es das. Das bleibt jetzt da über Nacht stehen, der Zucker löst sich auf, die ganzen Geschmäcker kombinieren sie miteinander. Morgen, und das zeige ich dann, wie das ausgeht, schüttle ich das nochmal durch und dann stehe ich es kalt. Man könnte es morgen schon essen, also das ist theoretisch sofort essbereit. Natürlich, wenn es ein wenig steht, wird es besser, aber ich sage einmal so einen Tag heraus und dann im Kühlschrank kannst du es eigentlich aufbewahren. Wie lange das haltbar ist, kann ich dir nicht sagen. Das längste, was ich gehabt habe, war dann mal, ich weiß nicht, 3 Monate habe ich es auch noch gegessen. Also ich habe jetzt noch nie aufs Ablaufdatum geschaut. Im Grunde halt das ewig, da kann nichts passieren. Im Grunde war es das, ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen wieder, wie es ausgeht und gehen jetzt duschen, umziehen und sagen mal gute Nacht. Bei mir ist nämlich jetzt aktuell 10 auf die Nacht. Guten Morgen, muss ich jetzt schon wieder sagen. Ja, wie gesagt, ich bin gerade aufgestanden, nächster Tag ist angebrochen. Ziehen wir jetzt dann um und bin wieder unterwegs in die Küche. Ja, wie du siehst, ist es fertig. Ist sozusagen über Nacht durchgesogen. Ich zeige dir jetzt noch was schön. So schaut das jetzt aus. Das ist das ohne irgendwas drinnen. Du siehst, das hebt sich ein bisschen ab. Also das war gestern voll. Ich glaube, dass der Kürbis da einfach ein bisschen Wasser lässt. Dann zieht er sich ein wenig in sich zusammen. Und die Flüssigkeit wird mehr. Sagst du, schüttelst das ein bisschen durch. Und so stößt es dann in den Kühlschrank. Du kannst es ab ja, jetzt essen, sage ich einmal. Und wie gesagt, haltbar ist das lang. Ich habe, glaube ich, nicht vor, das aufzuhalten, sondern ich habe es vor zu essen. Aber ich rede einmal von, sage ich mal, 2-3 Monaten einmal mindestens. Gell? Schau her. Das ist mit klassisch, mit Wacholder. Das ist das Hopfengestopfte. Das Glasl mit der Thai Curry Version sozusagen. Schaut das aus. Super, oder? Aus, ich bin zusammen und fahre wieder in die Küche. Ich möchte dir auch schon Danke sagen. Schön, dass du dabei warst. Würde mich wahnsinnig freuen, wenn du das nächste Video auch wieder von mir anschaust. Die Variationsmöglichkeiten sind unendlich. Ich habe das ja eigentlich schon 100.000-fach gesagt jetzt in dem Video. Also spür die, probier es aus, mach es nach. Schreib mir ins Kommentar, ob es funktioniert. Und ja, wichtig vielleicht an der Stelle ist, du kannst das auch mit anderen Gemüsesorten machen. Es muss nicht nur Kürbis sein. Das Beste ist, dass du die Gemüsesorten sogar miteinander mischen kannst. Karotten, Kraut, Rüben, alles was du findest, ja. Schneid alles zusammen, du hast in ein Glasl, hau den Sud drauf und du wirst sehen, das ist Weltklasse. In dem Sinn wünsche ich dir eine schöne Zeit, gesund bleib, bis zum nächsten Mal. Habidere!